Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. Wir sind hier in unserem Dorf und wir wollen weitere Mitglieder gewinnen. Mitglieder, die uns auch was bringen. Und zwar zum Beispiel jemand wie ihn hier. Karosch, der Krieger. Bring Karosch, der Krieger, in dein Dorf. Er bringt dir mächtige Takedowns bei und rüstet dich mit besseren Keulen und Winterkleidung aus. Das hört sich doch ziemlich gut an. Weil, wir brauchen noch ein paar Krieger. Denn ihr habt ja gesehen, die Ul hat angegriffen und wir haben viele verloren, sagen wir es mal so. So, Leute, aber bevor wir da hingehen, machen wir noch die Höhlenmission. Die ist nämlich genau daneben und die interessiert mich, weil Höhlenmission hört sich witzig an. Oder hört sich cool an. Die Venger erzählen sich Geschichten über diese Höhle. Bei Vollmond wird sie von Udam betreten, die verrotteten Fische und blutige Speere tragen. Schwierigkeit Mittel? Erfordert Kletterkralle. Ich glaube, wir machen es dann doch nicht. Unbekannter Ort. Erkunde diesen einzigartigen Ort und entdecke das Land von... Oh. Okay, wir machen das hier. Und dafür reisen wir mal kurz hier hin. Denn das ist ein ziemlich weiter Fußweg, würde ich mal fast sagen. Da benutze ich Schnellreise gern. So. Sind wir hier richtig? Ja. Sieht gut aus. Unbekannter Ort. Das muss ja irgendwas einzigartig Geiles sein. Hoffentlich. Oh, Venger-Ereignis. Oh, das ist ja gar nicht das. Wir wollten ja andere Richtung. Egal, dann machen wir das erst. Passt auf, dann hol ich lieber den Bogen. Wie viel sind's? Nur einer, oder? Ja, tatsächlich nur einer. Zumindest sehe ich nur einen. Boah, das könnte in die Hose gehen. Egal. Scheiße. Okay, es sind doch mehr. Aber mit denen werde ich fertig. Nein. Nein, er hat die getötet. Nein. Noch ein blöden Pfeil hätte mir gefehlt. Das darf nicht wahr sein. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Also Pfeil und Bogen ist zwar schwer, aber also das hätte ich eigentlich schaffen müssen. Oh Mann, Leute. Ich kann nichts einfach. So, ich hoffe, ich finde wenigstens noch hier den unbekannten Ort. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Okay. Hallo? Was war das? Nix. Da war, glaub ich, gar nix. Alles gut, das verfolgt mich, glaub nicht. Nee, alles gut. Ich gehe kämpfen aus dem Weg. Zumindest, wenn ich nichts von ihnen brauche. Zieglein sind sowieso süß. Ja, der nicht unbedingt. Ja, dann komm her. Dann komm her, wenn du Probleme willst. So war das nicht gemeint. Stirb! Verdammt, wie viel hält der aus? Einen ganzen Speer für so ein Vieh, was soll das? Oh, es ist aber ein seltener schwarzer Rothund. Ist auch witzig, wenn es ein seltener schwarzer Rothund ist. Ein schwarzer Rothund. Nicht schlecht. So, erstmal wieder ein bisschen was herstellen. Wir brauchen Hartholz. Dabei sammle ich das doch immer, wenn ich was sehe. Hm. Ah, da vorne. Warte mal, das ist gar... Ah, doch, das ist Hartholz. Ah, du bist Freund. Hör auf. Okay. Immer schön auf diese komischen Äste achten. Wir brauchen mehr Holz. Die Zutaten sind ziemlich schnell weg. Muss ich ehrlich zugeben. Okay, da ist ein Udam, den habe ich schon gesehen. Zwei Udams. Drei Udam. Ah, ne, zwei. Oh, 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 oh. Okay, sie werden angegriffen, wahrscheinlich von unseren. Dann mache ich da einen Takedown, komm. Bam. Und der nächste kriegt auch einen Takedown. Oder auch nicht. Und ich verschieße sogar. Das ist unglaublich. Unglaublich, wie ich drauf hab. Ich bin so gut in dem Spiel. Wo ist die Leiche von dem Udam?
Hallöchen, Leiche. Okay. Instant weg ist auch okay. Wo habe ich den anderen Pfeil verschossen? Hier vielleicht irgendwo? Nicht? Dann nicht. Doch, da war er. Perfekt. So, nicht mehr weit, komm. Noch mehr Udam, das darf nicht wahr sein. Soll ich es probieren? Oh nein, es sind mehrere. Es sind mehrere. Die gehen, glaube ich, immer zu zweit. Okay. Blöd ist, dass ich sie nicht markieren kann. Das ist schade. Dass ich jetzt, wenn ich länger drauf ziehe, dass sie dann markiert sind, das ist ein bisschen schade. Das war ja bei Far Cry 4 so. Und glaube auch bei 3. Perfekt. Jetzt habe ich mal wieder meine Bogenskills unter Beweis gestellt. Endlich. Wird auch mal wieder Zeit. So. Die Pfeile wieder eingesammelt. Perfekt. So, und da vorne soll dieser einzigartige Ort sein. Also das Ganze, natürlich ganz Oros ist einzigartig, aber... Oh, 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 oh. Oh, oh nein. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, scheiße. Nein, 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 nein. Kann ich da hoch und er kommt nicht mit? Okay, er kommt nicht mit. Perfekt. Jetzt kann ich mir eine Taktik überlegen. Ich würde sagen, ich brenne erstmal den Speer an. Das geht, oder? Ja, das geht. So, und jetzt werfe ich ihm den in Arsch. Oh, das war fies. Oh, ich brenne natürlich mal wieder alles an. Das war echt fies. Ich muss nur lachen, weil es so... Ja. Oh, oh, Udam. Oh mein Gott, was? Was? Ich werfe hier einen Speer hin an den Baum. Alles brennt. Alles brennt. Der einzigartige Ort wurde gerade von mir zunichte gemacht. Perfekt. Hat sich mal wieder richtig gelohnt, hierher zu kommen. Oh Mann, ich hab's drauf. Darf ich nicht? Kein? Nicht? Okay. Ich hab ihn ja wirklich kaputt gemacht. Och Mann. Das war nicht meine Absicht. Okay. Ich habe jetzt einfach mal einen Bienenschwarm in der Tasche. Habe ich mal gehört, soll nicht ganz so geil sein. Tarshtar Steine. Ort entdeckt. So, und hier können wir doch bestimmt irgendwas machen. Also es sieht schon geil aus, aber es ist jetzt... Ich hätte mir eigentlich mehr darunter vorgestellt. Okay. Ich habe gedacht, das ist so der Mega-Ort hier. Aber ne, ist eigentlich nur... Vor allem, ja, dass es jetzt halt auch noch brennt, habe ich jetzt halt auch noch ein bisschen was dazu beigetragen. Das ist natürlich noch besser. So, aber wir wollen ja eigentlich wegen was anderem hin. Sollen wir noch denen helfen? Könnten wir eigentlich machen. Komm, das machen wir. Komm. Da sind wir mal so sozial und helfen denen einfach. So. Immer schön den Bogen in die Hand nehmen. Das ist immer die beste Waffe. Zumindest zu Anfang. Die Geräusche haben sie halt auch perfekt hinbekommen. Ich rutsche da mal runter. Gut. Oh, noch ein bisschen Holz. Oh ne, das ist sogar anderes Holz. Nordzeder. Nordzeder, okay. Das gute alte Zederholz. Oh, okay, was ist das? Das ist ja geil. Nordschwarzstein. Okay. Sieht geil aus. Hat er gerade Nein gesagt? Wieso? Der chillt doch hier. Also unter Bestie töten verstehe ich, dass ich sie suchen muss und nicht sie mich. Hallo? Ne, warte mal, das ist gar nicht meine Mission. Oder? Doch? Doch, das ist meine Mission, glaube ich. Aber er sagt doch Wildschweine töten. Hä? Was? Ich verstehe gar nichts mehr.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, warte, andere Waffe. Keule. Kommt her. Nein, das war so nicht geplant. Komm schon. Komm schon. Boah, die gehen zu ihm. Die dürfen ihn nicht. Habe ich ihn jetzt gerettet? Ist das wieder so ein Seltener? Ich glaube sogar echt. Ja. Oh, Tasche für Tierhalt fast Fall. Wie jetzt erst Blut kommt. Alles gut? War das jetzt meine Mission? Das war ja... Das war sie halt echt. Gut. Das haben wir mitnehmen können, würde ich mal sagen. So, hier noch ein bisschen Holz. Und da unten ist Karosch, heißt er, glaube ich. Der muss in unser Dorf. Wir brauchen Krieger. Und bessere Waffen. Und wenn er uns bessere Waffen zeigen kann und Takedowns zeigen kann, dann ist es gut. Oh mein Gott, aber wir sind richtig kranke Tiere und Udams. Oh mein Gott. Bruder in Not. Bring Karosch den Krieger in dein Dorf. Er bringt dir mächtige... Ja, okay, das wissen wir schon. Durchsuche den gefallenen Anführer. Hilf dem Venger-Krieger. Okay. Das Problem ist immer, wenn man so eine Mission startet, denkt man eigentlich, okay, jetzt kommt eine Sequenz, dann ist alles wieder gut. Die Udams, wo da hinten waren, sind gar nicht mehr da. Aber nein, das geht einfach nahtlos über. Oh mein Gott. Karosch hat eine Lebensanzeige, das darf nicht wahr sein. Hallo, Leute. Lasst Karosch bitte in Ruhe. Komm schon, du. Und du. Alles schön mit Takedowns. Ja, ich habe ihm geholfen. Wirft die Udam-Leichen in das Lagerfeuer. Natürlich. Habe ich gesagt, das ist Karosch der Krieger. Es ist einfach Karosch der Verrückte. Ohne Witz, der ist richtig krank. Dem fehlt ein Auge. Okay, sein Sohn wurde genommen. Ist klar, dass er einen Hass auf die Udams hatte. Ist logisch. Ich wollte die Keule nicht anzünden. Oh Mann. Ich wollte eigentlich, ja, erstmal durchsuchen. Okay, töten wir erstmal den ab. Okay, alles gut. Ich mach die mal wieder aus. So. Nein! Was soll denn das? Ich will den blöden Körper bewegen, genau. So, und jetzt soll ich den da reinschmeißen, oder was? Tatsächlich, okay. Und ich brenne aber selber dabei. Warum mich? Okay, heilen. Also natürlich mich, nicht ihn. So. Das sind aber auch alles so richtig kranke Leute. Ist klar. Da lief es noch ein bisschen anders in der Steinzeit, aber trotzdem. So, suchen. Und das sind auch so richtig fette Brummer, die Udams. Ist echt so.
Die sind die ganze Zeit so richtig. Da gibt's keinen, der so ein bisschen schlank ist. Nee, die sind alle so richtig. Fett, der von Menschenfleisch wird man wahrscheinlich richtig schnell. Fett. So. Und noch den letzten. Oh mein Gott, Karosch hat gar nicht mehr viel. Leben. Ah, das lädt aber nach, Gott sei Dank. Töte die Udam-Krieger. Hallo. Du willst einen Bogen? Hier für dich. Ah, er wollte gerade irgendwas werfen. Er auch. Er feiert sich, obwohl er nichts macht. Ist auch nicht schlecht. Der Karosch ist wirklich ein super Krieger, würde ich fast sagen. Ah, nur erwischt ein bisschen. Perfekt, den haben wir. Niemals. Noch irgendwo einer? Ja, da oben, aber das ist egal. So, dann kann ich den kurz durchsuchen. Und jetzt. Kopfschuss, perfekt. Langsam habe ich es aber mehr raus mit dem Bogen. Ah, schade. Der war zu schnell. Boah, ich brauche eine andere Waffe. Boah, ich muss mich heilen. Komm her! Keule kaputt. Wo denn? Jetzt kommen sie schon mit dem Bogen. Mit Giftpfeilen sogar. Also komm. Mein letzter Pfeil. Perfekt. Ja, wir haben es geschafft. Herr Rastet. Neuer Avenger-Spezialist. Den Rest konnte ich leider nicht lesen. Bruder in Not abgeschlossen. Wir haben Karosch, den Krieger, in unserer Stadt. Neuer Dorfbewohner, Bevölkerung 28. Jo. Läuft, würde ich sagen. So, Leute, wir haben Karosch, den Krieger, in unsere Stadt gewonnen. Haben dafür zwar stark kämpfen müssen, aber wir haben es geschafft. Ich fand es witzig, wie er gesagt hat, du machst mich stark. Hat halt nichts gemacht. Wir haben jeden getötet, er gar nichts. Aber ist trotzdem cool, dass er das sagt. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten, glaube ich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, teilt sie mit euren Freunden, liked und schaltet die nächste Folge wieder ein, wenn es heißt Far Cry Primal. Wir bauen uns ein Dorf. Bis dann.